Heute ein Spiel aus dem Liga-Alltag. Für Sie am Mikrofon Wolfuß und Frank Buschmann. Also bei den Fans hier sieht das eher nach Festtag denn nach Alltag aus. Sie machen schon vor dem Anpfiff richtig gute Stimmung. Die Bayern thronen seit einiger Zeit so ein bisschen über den Dingen im deutschen Fußball. Aber es gibt durchaus Teams, denen das so nicht unbedingt gefällt. Ja, und dazu gehören auch die Wolfsburger. Die sind sehr ambitioniert. Die wollen wieder mitmischen im Konzert der Großen. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. 19 Tore sind ihm jetzt schon gelungen in der Liga und damit führt er aktuell auch die Statistik in der Kategorie Torjäger an. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. So gehen es die Bayern also heute an. Sie treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Die erfolgreichste Saison des VfL Wolfsburg ist nach wie vor 2008, 2009, ne? Ganz klar, neben dem Pokalsieg 2015 überstrahlt die Meisterschaft unter Felix Magath natürlich alles. 54 Tore zum Titel trug damals das überragende Sturmduo Grafit und Edin Dzeko bei. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Wird das eine Torchance? Ganz energisch. Origi. Ilavogi. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da geht er dazwischen. Ribéry. Und jetzt Lewandowski. Alaba. Ilavogi. Steffen. Ribéry. Jetzt Vidal. Und Javi Martinez. Jetzt Robert Lewandowski. Ribéry. Ja, das sieht gut aus. Rodriguez. Das wird hier Ecke geben. Kurze Ecke jetzt. Franck Ribéry. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen Sie konsequenter spielen. Jetzt nochmal die Bayern. Ball bei James. James Rodriguez hat bei der WM 2014 nicht mehr. Schoss Vidal, der geht nicht ins Tor. Oh mein Gott, war das knapp. Das Alu verhindert das Tor. Rodriguez.
Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Gibt's jetzt die Gelegenheit? Verteidigt er den Ballbesitz. Und er gewinnt den Zweikampf. Ilavogi. Mali. Origi. Didavi. Das sieht vielversprechend aus. Und jetzt die Chance. Da kann er die Führung erzielen, aber der Ball geht am Tor vorbei. Und so bleibt es zunächst beim Unentschieden. Jetzt Vidal. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ribéry macht da jetzt viel Druck. Ganz stark. Ilavogi. Didavi. Arnold. Da trennt er ihn fair vom Ball. Rodriguez. James Rodriguez. Der Stern vor James Rodriguez ging so richtig auf bei der WM 2014 in Brasilien. 6 Tore, Torschützenkönig und damit Nachfolger eines gewissen Thomas Müller. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt, wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. James Rodriguez. Und jetzt Arturo Vidal. Robert! Gute Szene, aber weiter unentschieden. Knapp vorbei das Ding. Rodriguez. Arturo Vidal. Achtung jetzt, Pass von Vidal. Riesenchance für Lewandowski. Muss Einwurf geben. Nun Arjen Robben. Sehr gut aufgepasst. Arnold. Da ist die Hereingabe. Jetzt James. Arnold. Wird's jetzt gefährlich? Entfernung war zu groß. Kein Problem für den Torhüter. Robben. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt die Flanke. Schöne Flanke jetzt. Pfosten, aber es geht weiter. Da holt er den Ball zurück. Arnold. Mali. Steffen. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Wie siehst du die Leistung von Lewandowski bislang in diesem Spiel? Bisher tut er sich noch schwer. Kommt nicht rein in dieses Spiel. Ist überhaupt noch kein Faktor. Der zweite Durchgang läuft. Anstoß vom FC Bayern. Jetzt Ribéry.
Das könnte gefährlich werden. Javi Martinez jetzt. James. Jetzt Vidal. James Rodriguez. Lewandowski. Arjen Robben. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Ilavogi. Origi. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ganz stark vom Torwart. Ein Tor müssen sie aufholen. Vielleicht passiert jetzt was mit dieser Ecke. Sie wechseln aus. Ribéry geht's. Ecke kommt. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Super dazwischen gegangen. Lewandowski. Robert Lewandowski verfügt ja nicht nur über eine sehr, sehr feine Technik, sondern ist auch ein äußerst athletischer Stürmer. Er ist schnell, physisch stark, kann damit den Ball perfekt abschirmen und dann eben auch behaupten. Vidal. Gutes Tackling hier. Verhaag. Verhaag. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er bekommt Hilfe. Lewandowski jetzt am Ball. James. Robben! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Hier nochmal dieser Treffer. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Didavi. Ilavogi. Wird das eine Torchance? Rodriguez. Und da ist der Ball wieder weg. Gibt Abstoß. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Kimmich. Rudi. Jetzt wird's gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Steffen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich. Arturo Vidal. Alaba. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand.
Lewandowski jetzt. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Jetzt hat er den Ball. Arnold gibt jetzt die Gelegenheit. Gutes Tackling. Steffen. Jela Vogi. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Robben am Ball. Lewandowski. Und Javi Martinez. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Abwehr hat aufgepasst. Arnold. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Verhack. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse von Jerome Boateng. Da passt er auf. 2 Minuten werden nachgespielt. 1 Minute noch. Und Wolfsburg holt sich den Ball hier zurück. Jela Vogi. Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. Wie hast du die Leistung von Robben gesehen heute? Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Hat bei der WM 2014 nicht nur Schoss Vidal. Schöne Flanke jetzt. Pfosten, aber es geht weiter. Lewandowski. Ein Robben. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ganz stark vom Torwart. Lewandowski jetzt am Ball. James. Robben.